Herzlich willkommen, lieber Krebs, zu deiner Tarotkartenlegung für die 26. Kalenderwoche. Das ist die Woche, die jetzt am 26. Juni beginnt und bis zum 2. Juli geht. Und an alle von euch, die bereits Geburtstag hatten, ich wünsche euch ganz lieben herzlichen Glückwunsch zu eurem Geburtstag. Ja, und was noch zu dieser Woche zu sagen ist, dass wir in dieser Woche zunehmenden Mond haben. Das heißt einfach, dass die Energien sich verdichten werden, dass sie intensiver werden können. Und ich bin schon sehr gespannt zu erfahren, wie diese Energien so bei dir ankommen werden, was uns die Karten darüber verraten werden. Ich werde jetzt erstmal zunächst deine Karten mischen, lieber Krebs. Und du kannst mich hier gerne begleiten. Du kannst aber auch, wenn du möchtest, schon direkt zu deiner Lesung kommen. Unten habe ich einen Timestamp hinterlegt, der dich direkt zu deiner Lesung führt. Okay, lieber Krebs, wir schauen mal, was die Karten uns so mitteilen wollen. Eine Karte für dich, das ist sie. Wow. Dann eine Karte vom Mondorakel. Hoch. Okay, jetzt können wir deine Karten hinlegen. Okay, lieber Krebs, ich bin schon sehr gespannt, was die Karten uns zu deiner Situation sagen werden. Die Hohepriesterin. Ja, die Hohepriesterin ist hier wirklich eine sehr interessante Karte, Wasserenergie. Ne? Du bist hier voll in dein Element und kannst dich sehr stark auf deine Gefühle verlassen, auf deine Intuition
auf deine innere Wahrheit. Ne? Hier gibt es irgendetwas, was du erspürst, irgendeine innere Ahnung, die sehr wichtig für dich sein könnte. Manche von euch, also je nachdem, ob das gerade tatsächlich ein Thema in eurem Leben ist, also da seid ihr im Konkreten tatsächlich in unterschiedlichen Situationen. Aber falls es hier etwas gibt, was du etwas gibt, das du auf der, was du entdecken sollst, ne? Etwas, wie sagt man, dem du auf die Spur kommen sollst, dann wirst du das in dieser Woche erahnen, erspüren. Ja, du hast einen guten Zugang zur Spiritualität auch, zu den Emotionen. Die Woche gibt dir aber auch wirklich die Gelegenheit, alles ein bisschen lockerer, ein bisschen leichter anzugehen. Eher in eine passive Situation zu bringen, als aktiv etwas zu bewirken. Mehr so eine Haltung, in der du mit sehr viel Aufmerksamkeit und Besonnenheit die Dinge beobachtest und passieren lässt. Ganz in so einer neugierigen Erwartungshaltung auf das, was passieren wird, ne? Wenn die Dinge einfach passieren. Es ist zu empfehlen, dich wirklich auf diesen Fluss des Lebens, auf die Entwicklungen im Leben einzulassen, hier Hingabe zu zeigen und dich treiben zu lassen, um zu schauen, wohin es dich führt. Auf deine Intuition, hatte ich ja schon gemeint, wirst du dich gut verlassen können. Und tatsächlich, ich sehe hier, dass du in dieser Woche sehr erfolgreich werden wirst, dass du Erfolg haben wirst, dass sich etwas sehr positiv entwickelt in deinem Leben. Etwas, was dir materielle Stabilität, materielle Sicherheit und emotionale Stabilität auch schenken kann. Das kann eine Gehaltserhöhung sein, ein neues Projekt, auf das du gehofft hast. Auch eine Erweiterung, eine Vergrößerung deines Statuses, mehr Lob, mehr Anerkennung von außen. Das kann auch sein, dass sich deine familiäre oder partnerschaftliche Beziehung nach deinen Vorstellungen entsprechend weiterentwickelt. Also du hast hier es mit positiven Auswirkungen zu tun, die sich reichhaltig für dich anfühlen können, ne? Die mehr Fülle in dein Leben bringen. Das alles hat zu tun mit einer Prinzessin der Scheiben. Und die Prinzessin der Scheiben, kann sich auch auf eine männliche Person beziehen, ist eine Hofkarte, die sich eben auf eine andere Person in dein Leben beziehen kann, aber auch manchmal sich auf dich bezieht. Ne? Und manchmal ist es auch sogar wechselwirkend. Vielleicht hast du es hier mit einer Erdperson zu tun. Das könnte Steinbock, Stier, Jungfrau sein, dann ist es eindeutig. Aber vielleicht hat diese Person auch aus anderen Gründen aktuell sehr viel Erdenergie. Vielleicht hast du es auch mit so einer Person zu tun und du bist inspiriert von der Erdenergie dieser Person. Ne? Kann auch wirklich hier können Interferenzen auftauchen, definitiv. Deswegen hoffe ich, dass du das gut an dein persönliches Leben anpassen kannst. Die Prinzessin der Scheiben ist eine eher unreife oder jüngere Person, die noch viel zu lernen hat, aber diesbezüglich sehr offen ist, sehr neugierig, sehr besonnen, geduldig und bescheiden. Eine sehr introvertierte, nachdenkliche Person, eine Person, die erst nachdenkt und dann redet, ne, oder handelt. Eine Person, die oft einen guten Zugang zur Natur hat und auch zu der Welt der Sinnlichkeit. Eine Person, die auch gut etwas Praktisches tun kann, ne? Etwas Handwerkliches, etwas mit den Händen, Technik, Ordnungssysteme aufbauen, Gartenarbeit, Ordnung schaffen, Haushalt. Vielleicht geht es dir auch aktuell gerade wirklich um solche Themen. Wir schauen mal, was denkt die Prinzessin der Scheiben? Als Beziehungspartner ist dieser Mensch jemand, bei dem man wirklich zur Ruhe kommen kann. Ne? Dieser Mensch denkt an einen Prinz der Schwerter. Und auch hier gilt das Gleiche, lieber Krebs. Entweder bist du der Prinz der Schwerter oder eine andere Person oder beide Karten beziehen sich auf die gleiche Person und die dann würde aus... Manchmal ist es eben notwendig, dass man an sich selber denkt. Ne? Vielleicht ist diese Person in so einer Situation. Der Prinz der Schwerter ist jetzt noch ein bisschen jünger und unreifer als die Prinzessin.
Kann sich auch auf eine weibliche Person beziehen. Ist ein Luftzeichen womöglich. Wassermann, Waage oder Zwilling. Oder kann eben auch ein anderes Sternzeichen haben. In der Kombination sind wir bei, besonders bei Jungfrau oder bei Zwilling. Also entweder hast du es womöglich mit einem Erdzeichen zu tun oder mit einem Luftzeichen. Oder das sind die Rollenverteilungen in eurer Beziehung. Ne? Das kann hier auch sehr gut sein. Aber du kannst dir sicher sein, die Prinzessin der Scheiben denkt viel über diesen Prinz der Schwerter nach. Der Prinz der Schwerter ist halt mehr so jemand, der viele Ideen hat, sehr sprunghaft ist, eher ungeordnet ist, aber halt auch witzig, humorvoll. Voller Ideen, voller Neugier auch, ne? Ein sehr jemand, der gerne etwas Neues ausprobiert, der Neues erfahren möchte, der spontan agiert, sprunghaft, aber auch ein bisschen unberechenbar dadurch, ne? Was bedeutet die Prinzessin der Scheiben? Die Königin der Schwerter. Also hier soll eine Person es ist hier auf jeden Fall voll ein sehr starker eine sehr starke zwischenmenschliche Situation, bei der mindestens zwei Menschen miteinander agieren. Ne? Und es kann natürlich sein, dass hier eine Person, entweder die Prinzessin oder Prinz, hier reifen werden durch die Verbindung mit der anderen Person. Das ist hier um Unabhängigkeit, um Selbstständigkeit, Eigenermächtigung geht, Freiheit, seine Ideen umzusetzen, gute Urteile. Ja, dass es hier um sowas geht. Vielleicht ist es auch eine juristische Situation, vielleicht auch wirklich eine wissenschaftliche Situation, wenn technische Situation, wenn es hier um die Arbeit geht. Ne? Dann hat die Arbeit oft auch etwas mit entweder Bürokratie zu tun oder tatsächlich auch Selbstständigkeit mit Freiheit. Es könnte jetzt hier wirklich sehr, sehr viel sein. Ziemlich unklar für mich im Moment. Wir schauen mal weiter, was die weiteren Karten uns so sagen. In der Vergangenheit, lieber Krebs, hast du dir Pläne für deine Zukunft gemacht und du hast dir sehr viel drüber nachgedacht, über ein Thema. Vielleicht ging es auch wirklich um was Wissenschaftliches, ne? Vielleicht musstest du dir einen Themenbereich erschließen, hast dir sehr viele Gedanken darum gemacht, hast dir aber auch dann einen inneren Plan erstellt, ein komplexes Gedankengerüst, was auch in sich stimmig ist, ne? Aber das kann sich auch auf zukünftige Pläne oder Vorhaben für Konzepte auch stehen in deinem Leben, ne? Dass du dir hier etwas vorgenommen hast, darüber viel nachgedacht hast, vielleicht auch in der Kommunikation mit jemand anderen. Das, was du hier dir erdacht hast, hat sehr viel Leidenschaft bei dir hervorgerufen. Du willst das wirklich tun und du bist hier sehr entschlossen, das umzusetzen. Du bist davon überzeugt, dass es das Richtige ist, dass du das schaffen kannst. Bist hier auch überzeugt von dir, bist auch vielleicht auch überzeugt von deinem Team, wenn hier andere Leute eine Rolle spielen, wenn es hier auch gerade, wenn es hier um etwas Zwischenmenschliches geht, um bei einer romantischen Beziehung, bist du hier auch total entschlossen, für diese Liebe zu kämpfen und bist auch davon überzeugt, dass der andere der Richtige ist oder die Richtige und willst das unbedingt mit diesem Menschen zusammen tun, ne? Bist hier sehr beherzt, auch mutig und überzeugt. Und das ist toll. Und vor allem dieser Plan, das, was du dir hier überlegt hast, hat wirklich Hand und Fuß. Und wenn es hier um etwas Wissenschaftliches geht oder etwas gedanklich Komplexeres, bist du hier sehr weit gekommen, hast dir sehr interessante Gedanken gemacht, und wirklich etwas Neues kreiert, etwas Neues gelernt, es ist in sich schlüssig, es passt einfach. Und es kann schon sein, dass du jetzt bereits, ja, schon die ersten Erfolge in dieser Woche wahrnimmst. Wow, du hast in dieser Woche wirklich Glück und du wirst dich wie ein Glückspilz fühlen. Da kommt dir auch einiges zugute, überraschende Wendungen, die deinen Weg begünstigen, die dir Rückenwind verschaffen, die dein Vorhaben unterstützen. Es können Zufälle sein, ne? Aber es sind scheinbare Zufälle.
Tatsächlich kommt das alles nicht von ungefähr, lieber Krebs. Also, das ist schon wirklich sehr, sehr interessant, was hier passiert. Du bist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Du erfüllst eine Bestimmung, ein Schicksal. Und tatsächlich ist das auch etwas, was du ganz bewusst wahrnimmst, was dir auch klar ist. Wovon du selbst auch überzeugt bist, dass du einfach jetzt genau das Richtige tust. Was dir natürlich hier auch wirklich eine tolle Gelegenheit gibt, in die Entwicklungen zu vertrauen, was ich am Anfang meinte, ne? Dass du den Sachen ihren Lauf lässt. Du hast hier bereits viel Arbeit investiert und in dieser Woche geht es ein bisschen darum, den Dingen ihren Lauf zu lassen und zu gucken, was dann passiert. Wow, ist wirklich eine tolle Woche, lieber Krebs, für dich. Hier das Universum zeigt einfach, ja, schaut euch vergleicht mal diese beiden Karten. Das ist ein Kreis und das ist auch ein Kreis, ne? Das heißt, und das ist auch ein Kreis. Und das ist auch ein Kreis. Ja, also Vollständigkeit, Erfüllung. Es ist eine runde Sache. Es wird sich für dich rund anfühlen. Genau richtig, ne? Genau richtig. Als wärst du am richtigen Platz, zur richtigen Zeit. Du wirst dich einfach erfüllt fühlen und kommst hier so richtig bei dir selber an. Wenn deine Pläne mit anderen Personen zu tun haben, dann sehe ich hier auch, dass diese Verbindung zu diesen Menschen sich vertiefen wird und ihr hier eine sehr tiefe Harmonie herstellen könnt, wodurch du auch das Gefühl hast, dass es auch genau richtig so ist, dass du das genau mit diesen Menschen oder dieser Gruppe von Menschen machst. Eine tiefe Versöhnung ist hier auch möglich, eine Vergebung der Vergangenheit, ein Abschluss der Vergangenheit, denn es geht dir jetzt gut. Es hat sich jetzt alles zum Guten gewendet, ne? So könnte sich das für dich anfühlen. Und das verschafft dir natürlich ein Gefühl von Zufriedenheit. Von Vollständigkeit einfach, ne? Dass du bei dir selber angekommen bist, dass du hier auf dem richtigen Weg bist und dass alles gut werden wird. Ja, das ist interessant, denn hast du ja schon Erfolg, ne? Das ist irgendwie, vielleicht kommt dieser Erfolg tatsächlich für dich ein bisschen zu früh und hier wird es auch glückliche, überraschende Ereignisse geben, aber es erzeugt in dir auch gleich ein bisschen Skepsis und ein bisschen Sorge, die auch angebracht ist, denn vielleicht neigst du jetzt ein bisschen dazu, dich durch den voreiligen Erfolg dieser Angelegenheit falsche Schlüsse daraus zu ziehen oder falsche Entscheidungen zu treffen und dich dann auf die falschen Themen zu fokussieren. Verlustängste könnten hier eine Rolle spielen, auch Neid könnte hier tatsächlich auch eine Rolle spielen, dass du in dieser Woche auch ein bisschen kurz das, also vielleicht, das könnte bei den einen oder anderen passieren, dass er Geld verliert, ne? Oder dass ihm etwas geklaut wird. Aber auch wenn du Erfolg hast, ist das so ein kleiner Dämpfer, ne? Jemand könnte dir auch Energie wegnehmen oder irgendeinen kleinen Haken, also oder einen kleinen Dämpfer gibt es hier, kein Haken. Das ist einfach eine Gegenreaktion auf diese positiven Ereignisse, die in deinem Leben passieren. Und vielleicht ist hier der Ratschlag, Ruhe zu bewahren, auch bei Zweifeln Ruhe zu bewahren und erst eher etwas abzuwarten. Vielleicht kommt dir plötzlich die Sorge, dass dir jemand auch etwas wegnehmen könnte, ne? Gerade zum Beispiel, manche von euch könnten mit diesen 6 der Scheiben sehr viel Geld bekommen, ne? Eine Gehaltserhöhung. Und
So wie es dann manchmal ist, erst wenn man wirklich etwas besitzt, ne, erst wenn man etwas hat, ist man plötzlich mit ganz neuen Sorgen konfrontiert, ne? Sowas könnte sich hier einstellen. Deswegen Ruhe bewahren ist hier doch genau der Hinweis. Und vielleicht in dieser Woche gilt es vielleicht wirklich ein bisschen für dich, lieber Krebs, im Zweifelsfall eher lieber nicht zu handeln. Im Zweifelsfall erstmal ein bisschen Abstand zu nehmen und andere handeln zu lassen. Ne? Du solltest in dieser Woche wirklich die Ruhe selbst sein und dich eher überraschen lassen mit so, was so in deiner Umgebung passiert. So, du musst nicht eingreifen. Und wenn dir Sorgen überkommen, versuch diese Sorgen loszulassen. Natürlich ist es immer auch wichtig, gewisse Vorkehrungen zu treffen. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel ein drohender Diebstahl ist, ja auch ganz einfach, da Vorkehrungen zu treffen. Ne? Also, dass man einfach so ein bisschen vorsichtig ist, ohne dabei halt sich zu viele Sorgen zu machen. Ne? Dass man einfach Vorkehrungen trifft. Es wird nämlich sehr viel, ich könnte mir ehrlich gesagt auch eine Situation vorstellen, lieber Krebs, bei der du so ein bisschen dich zu sicher fühlst aufgrund deines Erfolges und dann hier einen kleinen Patzer erlebst, ne? Der dann eben die Auswirkung hat, dass du Geld verlieren könntest. Tatsächlich, ne? Oder dass du hier in der Unbekümmertheit eine falsche Entscheidung triffst. Deswegen im Zweifelsfall einfach Ruhe bewahren und dich ein bisschen treiben lassen, ne? Wir schauen mal, wie es weitergeht. Denn du hast eigentlich tatsächlich irgendwie das Bedürfnis, genau das Gegenteil zu machen. Also, das ist nicht gut. Durch diesen Erfolg, der sich einstellt, hast du irgendwie das Gefühl, du musst jetzt noch schneller handeln. Ne? Das ist aber wirklich hier genau das Falsche. Als würde dir sonst dieser Erfolg durch die Lappen gehen. Du willst hier irgendwie tatsächlich ins Tun gehen. Du bist auch bereit, dafür einiges zu riskieren und im Zweifelsfall sogar einen Alleingang zu wagen. Aber ich glaube, damit überstürzt du das alles ein wenig, tatsächlich. Denn mit den 7 der Schwertern ist es auch wirklich manchmal so, dass man gegen etwas ankämpft, was schon verloren ist. Ich sage jetzt nicht, dass hier etwas verloren ist, ganz im Gegenteil. Aber tatsächlich bin ich davon überzeugt, lieber Krebs, dass du hier gar nichts in dieser Woche erkämpfen musst. Dass du schon alles hast und dass es sich bereits auswirkt. Und dass du hier vieles bekommen wirst, ohne etwas dafür zu tun zu müssen in dieser Woche. Also auch hier würde ich dir empfehlen, Ruhe zu bewahren. Und auch wenn du dieses starke Bedürfnis verspürst, in die Handlung zu gehen, vielleicht lieber eher wirklich versuchen, vorher noch kurz innezuhalten. Zwischenmenschlich. Der Prinz der Scheiben zeigt sich hier. Das kann natürlich hier diese Person sein. Das kann sich aber auch auf den Prinzen der Kelche beziehen, ne? Prinzen der Schwerter beziehen, der sich hier gezeigt hat. Wir gucken uns die Karte gleich nochmal an, aber der Prinz der Schwerter, falls du eine Familie hast, kann der Prinz der Schwerter auch einen Sohn oder eine Tochter von dir darstellen. Dann könnte es hier zum Beispiel auch sehr gut sein, das ist natürlich sehr speziell, ne? Also das funktioniert nur, wenn du auch wirklich Kinder hast. Das könnte halt, da könnte ich mir hier ein Beispiel vorstellen, in der Art, dass du Erfolg erfährst, auch über deinen Sohn, deine Tochter, dass dein Sohn oder deine Tochter hier einen starken Erfolg
haben aufgrund eben ja von der Situation, die also durch der Erfolg von Kindern ist ja auch sein eigener Erfolg, ne? Dass das aber dazu führt, ne, Kinder müssen ja auch erwachsen werden, dass dadurch irgendwie es wahrscheinlicher wird, dass dein Sohn, deine Tochter bald das Haus verlässt, ne? Oder bald sich auf irgendwie unabhängiger wird in verschiedener Hinsicht und dass das in dir Sorge erzeugt, das könnte zum Beispiel sehr gut sein. Und dass du auch auf diese Sorgen zu schnell reagieren könntest, ne? Und hier vielleicht dann auch etwas tust, was dein Sohn oder deine Tochter einschränken könnte in dieser Entwicklung, ne? Also aus dem Effekt heraus, ne? Weil das könnte ich mir hier vorstellen. Deswegen einfach bei solchen Sorgen einfach kurz innehalten. Diese Sorgen sind super verständlich. Aber es ist da manchmal nicht gut. Manchmal ist es besser, den Dingen ihren Lauf zu lassen. In dieser Woche schon. Wir schauen mal. Aber das wäre jetzt nur ein Beispiel. Es gibt viele, viele, viele andere Möglichkeiten, wie diese Energien bei dir konkret ankommen können, lieber Krebs. Und für manche ist es halt ein Konstrukt, ne? Für manche ist es nur eine Sorge, etwas zu verlieren, aber manche von euch sind wirklich in der Bedrohung, etwas zu verlieren. Und dann könnte es tatsächlich sein, dass ein schnelles Agieren wichtig sein könnte, ne? Aber du wirst die Situation unterscheiden über die Stille, ne? Indem du kurz innehältst, auch dann kann das sein, wenn du kurz innehältst und dann sagst, aber ich muss jetzt darauf reagieren, ich muss jetzt was tun, ist es dann doch meistens, dann kann das das Richtige sein, auch. Deine Intuition wird hoch sein, du wirst es wissen, was richtig ist. Was denkt der Prinz der Scheiben? Der denkt an die Königin der Kelche. Und damit bist auf jeden Fall du gemeint, lieber Krebs. Das denke ich doch sehr, sehr stark. Das denke ich doch sehr, sehr stark. Es könnte hier wirklich so sein, ne? Dass ihr gegenseitig an euch denkt, ne? Dass du die Prinzessin als Prinzessin der Scheiben an die andere Person als Prinz der Schwerter gedacht hast und dass dieser Mensch aber auch gerade bei Jungfrau oder Zwilling eben auch der Prinz der Scheiben ist, der eben an eine Königin der Kelche denkt. Denn nämlich diese Erd-Wasser-Kombination spiegelt dich als Krebs auch sehr gut wider, ne? Von allen Wasserzeichen hast du am meisten Erde. Könnte ja eben durchaus sein, dass ihr aneinander denkt, ne? Dieser Mensch ist im Begriff, sich, das ist interessant, weil tatsächlich spielte der Stern bei Jungfrau eine wichtige Rolle. Also wenn du es mit Jungfrau zu tun hast, würde ich dir definitiv die Jungfrauenlegung auch empfehlen in dieser Woche. Ja, dieser Mensch, auf jeden Fall der Prinz der Scheiben, erlebt gerade Entwicklungen im eigenen Leben, wodurch eben, die ihm mit viel Hoffnung erfüllen. Das ist wirklich das, was in seinem Leben oder in ihrem Leben passiert, entspricht wirklich seinen tiefsten Träumen, ist eine Art Wunscherfüllung und führt auch, ja, zu einer gewissen Heilung von der Vergangenheit, ne, emotionaler Heilung. Aber gleichwohl ist dieser Mensch voller Zweifel, ne? Ist vielleicht auch voller Ungeduld bezüglich seiner Zukunft, aber ist auch realistisch und sieht halt, was alles noch fehlt, damit sein Traum oder ihr Traum wirklich wahr wird. Ne? Ist hier sehr selbstkritisch und verzettelt sich so ein bisschen in Gedanken. Ja, er verzettelt sich, ja, also ist so ein bisschen unzufrieden einfach.
weil es ihm vielleicht, weil es dieser Person einfach alles nicht schnell genug geht und eben durch diese lange Zeit können sich Zweifel leichter einstellen. Okay, du sehnst dich selber nach der Prinzessin der Kelche. Und das könnte sein, lieber Krebs, dass du dich danach sehnst, ein bisschen mehr Leichtigkeit in deinem Leben zu haben. Mein Video hat gerade eben leider gestoppt. Ich weiß nicht genau, an welcher Stelle. Ich war jetzt hier gerade bei der Prinzessin der Kelche. Du sehnst dich danach, womöglich selber zur Prinzessin der Kelche zu werden. Und oder du erhoffst dir von diesem Menschen, mit dem du es zu tun hast, dass dieser Mensch emotionaler und empathischer wird. Du wünschst dir auf jeden Fall mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ersehnst dir halt ein angenehmes, mitfühlendes, empathisches Miteinander. Vielleicht auch mehr Romantik, ne? Vielleicht mehr Sanftheit, mehr Mitgefühl. Und ja, mit dem Hohe, mit der Hohepriesterin bist du eigentlich, also bist du eigentlich von so einer Energie umgeben, was einfach dazu führen kann, dass du ja einfach, dass es dir leicht fallen könnte, diese Energie in dein Leben zu integrieren. Ja, du wirst auf jeden Fall zum Ende der Woche einen ausgeglichenen Zustand erreichen, einen Zustand des inneren Gleichgewichts, der Harmonie, der inneren Balance. Und das ist gut, denn hier die Empfehlung war ja in Bezug auf diese Verlustängste, die Ruhe zu bewahren. Und ich denke, du wirst dies auch tatsächlich tun und hier eine innere Stabilität finden. Deine mentalen Kräfte werden dann sehr stark sein. Es kann dann auch wirklich sein, dass du mit dieser Person hier ein wirklich sehr gutes Gespräch führen wirst, das dazu führen wird, dass ihr zu einer Einigung kommt, dass ihr euch besser verstehen lernt, dass ihr hier auch Kompromisse findet, die fair für beide Seiten sind. Und Klarheit bringen für euch beide und vor allem dir Klarheit und Transparenz schenken werden, wodurch du den anderen auch viel besser verstehen lernst. Und hier zeigt sich eine gewisse Ehrlichkeit auch in diesem Gespräch und vor allem ein gleichberechtigtes Verhältnis, ein Gespräch auf Augenhöhe. Und das wird dir sehr, sehr viel offenbaren. Vielleicht hast du diese Ängste auch. Vielleicht kommst du hier ins Grübeln, weil du irgendwie spürst, dass bei dem anderen etwas nicht in Ordnung ist, was du selber nicht verstehst. Und du spürst es einfach nur und das erzeugt in dir so eine Sorge, ne? Distanziert sich der andere von mir oder entfremden wir uns, ne? Und du wirst dann feststellen, dass ihr dieses tolle Gespräch führen werdet, wodurch du das, was dir vorher im Unklaren war, ans Tageslicht bringen kannst. Ne? Die Hohepriesterin hat dieses starke Gespür, diese Ahnung. Ne? Und ja, das könnte dieses Gefühl hier bei dir auslösen. Aber ich sag dir, bis zum Ende der Woche wird sich das auflösen, diese Situation. Ne? Was sagt die Mondenergie zu deiner Situation? Geh durch deine Ängste. Das ist ja interessant, weil hier sind eindeutig die Verlustängste gemeint. Das ist ein Hinweis darauf, dass du, wenn diese Ängste auftauchen, lieber Krebs, du dich mit diesen Ängsten auch konfrontieren sollst, ne? Aber die Ruhe bewahren dabei. Aber diese tatsächlichen Hinweis darauf, diese Ängste auch ein bisschen ernst zu nehmen und sie nicht wegzuwischen. Man kann halt wirklich Vorsichtsmaßnahmen treffen. Manchmal sind die aber auch nicht notwendig. Vor allem ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist hier, sagt diese Karte auch, ne? Ja, es wird eine sehr interessante Woche für dich, lieber Krebs. Sehr spannend. Mit sehr vielen positiven Ergebnissen, ne? Auch wenn es nicht leicht, also nicht durchgehend leicht wird, wirst du aber auch viel positive, angenehme Erfahrungen machen. Die wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du hier wunderschöne Erfahrungen sammelst, dass diese Energien auch möglichst positiv bei dir ankommen werden. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden?
In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.